Alter. Die Tür ist auf. Hallo? Oh, es ist schon Nacht. Das wird heute nichts mehr. Ich muss morgen schauen. Die Nacht ist vorbei. Jetzt heißt es vorbereiten. Mein Speer durstet nach Blut. Ich werde einfach jeden fertig machen. Schön wär's. Dennoch, ich gebe nicht auf. Los geht's! Spüre die Power in mir. Der Weg ist zwar weit, aber mein Weg wird kein Ende haben. Oh, was höre ich da? Vielleicht mein Mittagessen. Dann schaue ich doch mal ganz vorsichtig nach und... Oh, was ist das? Ich muss es mir anschauen, was es ist. Was ist das? Ein Nameless? Ein Nameless? Ach du Heilige, ich hab doch gar nichts getan, Mann. Bitte lass mich in Ruhe. Oh. Was war das denn für ein Traum? Wo bin ich? Das ist nicht mein Zuhause. Was ist das hier? Aha. Sachen für mich? Das ist ja richtig nett. Oder bin ich gerade noch im Traum? Komisch. Oder ist es das neue Projekt? Ja, natürlich ist das neue Projekt. Und somit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge, bei einer neuen Folge Ark. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn die erste Folge online ist, weiß ich es. Da hinten steht ein Transmitter. Nicht beachten. Da muss ich nur die Tage halt was testen, ob der andere Server noch da ist. Komme ich später noch zu, was da ist. Aber ja, ich bin alt geworden. Fast so real life. Kappa. Ja, also, das neue Projekt kann beginnen. Wie gesagt, das da, Augen einfach weg davon. So, ich sehe gerade, wo wir sind. Und ich sehe gerade... Ach, du kleines... Du, jetzt hör doch auf. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Ja, lass mich doch. Ey, oha, das ist, ist das ein geiler Spot für den Anfang? Oh, bitte geh doch mal jetzt ganz kurz, bitte. Was ist denn da? Das ist noch eine Statue. Ach, come on, ich werde sterben. Ja, super, und jetzt komme ich nicht mehr da oben drauf, oder was? Jetzt müssen wir ganz schnell wieder rauf. So, was haben wir denn hier? Dankeschön. Es ist weg. Das ist jetzt doof. Was ist das hier? Okay, wir haben aber gut. Wir haben schon mal ein Oberteil und dann Waffen und dann halt dies, das und jenes. Alter, wie schnell werde ich denn alt hier? Oh! Danke! Oha, ich brauche gar nichts machen. Ich brauche ja einfach stehen bleiben und dann... Bam! Let's go! Nimm ich alles mit, come on. Man kann nie genug haben, ne? So, hier gehen wir jetzt aber ganz kurz weg. Aber es ist ziemlich cool halt, wenn man das hier am Anfang hätte, oder? Schaut euch das mal an. Dankeschön für noch mehr Energie verloren. Wir fahren jetzt ein bisschen zwischendurch. Keratin findet man so. Oh, hi Dilo. Okay, ich bin so gespannt, sobald ihr diese ganzen Mod-Dinos sieht. Ich habe auch noch nicht viel gesehen. Achso, und das wird auch von meinem alten Char sein, wa? Ja, aber ihr werdet sehen. Und ich habe es auch nur gehört, nicht gesehen. Es wird heftig, heftig. Wenn ich wirklich sage, es wird spannend, dann wird es wirklich spannend. Ich wollte gerade sagen, was ist das da hinten? Der bewegt sich komisch. Dodo, ich brauche kurz Leder. Dankeschön. Sorry, Dodo. Was, 180 Level? Kannst du sterben? Dankeschön. Ja, hat ein bisschen gedauert, ne? So. Was war das? Warte, warte, warte. Hier passiert irgendwas. Da. Was ist das? Ist da irgendwas unter der Erde oder ist er das? Was bist du jetzt? Du bist kein Normalo. Ist kein Normalo. Aber wir können ihn Sachen hinten reindrücken. Funktioniert das jetzt auch? Vielleicht ist da ja sowas hier. Kannst du mal ganz kurz testen hier. Dann testen wir es doch ganz kurz mal. Aber mein hat eh Hunger. Wir müssen Feier machen. So, warte mal ganz kurz. Die Nahrung. Ja, wenn ich nur wüsste, was du benötigst. Ja, super. Ich verhungere. Zack, zack, zack. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn da? Wo ist denn hier die Treppe zum Raufkommen? Ist das ein Altar für die Pferde oder was? Ah, hier könnte man sich zwischendrin aufbauen. Aber was ist das jetzt hier? Ich mach kurz mal ein Feuer, bevor wir da hochgehen. Stimmt, ja, habe ich ja schon. Dann passen wir es da mal hin. So, zack. Dann einmal zack und einmal Feuer entzünden. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz mal darauf. Was haben wir hier? Okay, wir können hier jetzt langsam hochgehen. Dann haben wir hier eine ganz kleine Fläche.
könnte man gut für die Zukunft gebrauchen. Und da kann man halt hier noch lang gehen. Hier ist halt was Kaputtes, was ein bisschen schade ist. Vielleicht geht's ja unten noch ein bisschen weiter. Vielleicht geht's sogar... Ja, safe ist eher das. Okay, ja, dann gehen wir hier mal hoch. Und dann kommen wir zum Pferdealtar, oder was? Aber bis jetzt kein anderer Modino in Sicht. Spannend, es bleibt spannend. Okay, und hier oben, ja, ist halt nichts. Aber kann ich irgendwas anderes entdecken? Ich würde sagen, wir gehen mehr rein. Wir gehen weiter rein. Wie viel hast du schon? 16, oha! Ja, dann nehmen wir das mal wieder mit, wa? Pick it up, pick it up. Dankeschön. Und das rüsten wir da auf. So, guck mal, Essen haben wir. Trinken brauchen wir gleich noch. Und dann heißt es jetzt, weiter in Land rein. Und dann mal gucken, was auf uns wartet. Wie friedlich das hier ist. What? Da, ich habe was gesichtet, da drüben. Ein Biberdamm. Und ein bunter Biber. Könnte auch von Nummer sein. I don't know. Oha, das sehe ich jetzt. Da oben ist der Mond. Schön. Ich glaube, der eine oder andere kennt sogar die Map. Okay, Biber. Bist du Biber-Biber oder bist du besonderer Biber? Da. Du kleine Drecksau. Ah! Was hast du gefressen? Was hat er gefressen? Warte mal, ich hab doch unendlich. Bam! Nice, ich hab getroffen und Ark sagt sich, nein, hast du nicht. Und noch einmal. Treffer. Das Spiel ist aber, hey, kennt es ja, ne? Oh, 120er. Na, come on. Nein! Ich bin noch in der Wüste, ich brauch diesen Wasserbeutel. Ja, nice. Oh. Junge, 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 Junge. Aber was hat der Biber da gemacht? Der hat besondere Fähigkeiten. Hi Biber, bist du gut oder böse? Du bewegst dich auch so komisch. Biber Legend, eine Legende ist das. Die Legende besagt, sobald ich hier rangehe, wird der Biber ausrasten. Nein! Er rastet nicht aus. Warum? Das ist egal, dann machen wir kurz hier den Rest weiter hier, ne? Was wir hier auch benötigen, ne? Ich will mal kurz schauen, was der da drauf hat, der Biber, ja? Ganz kurz nur, just for fun. Komm, zeig du Legende, was du drauf hast. Ach, wie süß. Du kannst ruhig näher kommen, ne? Soll ich ein bisschen näher kommen? Hä? What is your problem, Kollege? Okay, ich glaube, vielleicht kann sein, dass der ein oder andere ein bisschen broken ist, ja? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe echt gedacht, der erwischt mich nicht. Aber keine Sorge, die Mod ist nicht broken. Vertraut mir. Und nochmal zurückgehen. Aber wir sind gleich da vorne. Aber eins muss ich sagen, ist cool hier. Hier gibt es keine Mod-Dinos. Das bedeutet, man kann sich hier austoben, wenn man sich hier aufbaut. Aber da ich ja noch etwas geplant habe, werden wir uns hier zu 100% nicht aufbauen. Denn ich habe schon etwas, wo ich mich aufbauen werde. Aber das werdet ihr natürlich im späteren Verlauf des Projektes mitbekommen. Und ich sag's euch, es wird wirklich spannend, spannend. Dann gehen wir doch mal ganz kurz weiter. Irgendwas wird hier doch schon sein. Ich, wie gesagt, ich kenne die Map halt gar nicht. Oh, warte, Vogel, nur ganz kurz aus Rache, ja? Bam! Sorry. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Aber dein Kollege hat mich vorhin getötet und deswegen musstest du dran glauben. Sorry. Oha! Das Wasser sieht irgendwie wild aus. Oha, da oben auf der Brücke könnte man sich voll gut aufbauen. Es gibt so viele neue Sachen, die ich hier zu entdecken habe. Das ist cool ist das. Aber wir wollen mal ganz kurz hier oben hoch. Ach, und da ist die Brücke. Ah, zu dünn. Schade. Oh, sorry. Nein! Gib mir mein Fleisch. Du kleine Drecksau. Komm her. Komm her. Nee, 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 nee. Springen wir weiter in den Tod. Ist mir egal. Komm jetzt runter, habe ich gesagt. Nein! Ja, klau mir ruhig alles. Warte mal. Warte, 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 warte. Ich habe einen Plan. Gib mir meine Sachen wieder. Deine Freunde werden auch dran glauben. Leider sitzen die in der Klemme. So, gib mir meine Sachen wieder. Danke. So, und jetzt sind die... Komm her. Komm her. Komm, komm. Jetzt klaust du auch noch meine Kohle. Ach, jetzt will er auch noch abhauen hier. Jetzt klaut er auch noch meine Zitronensamen. Also ich, verdammt nochmal. Also jetzt reicht's, ne? Jetzt klaut er mein Fleisch, ne? Du kleines Mistig, ne? Komm, werde zum Igel, du Ratte. Mein Implantat hast du geklaut, das ist gar kein Problem. Rache ist immer schön. Ja, und hier fängt schon eine andere Landschaft an. Sehr, sehr schön. Aber wir bleiben erstmal in der Wüste hier. Ich will Lucky Lucky machen.
No way, guck mal, ich bin hier hochgegangen. Ich wollte kurz gucken, was da oben ist. Gehen wir auch ganz kurz mal hin. Und hier ist eine schöne Fläche. Und das ist dann unser Ausblick. Für den Anfang gar nicht so verkehrt. Aber da ist eine kleine Höhle, da gehen wir auch ganz kurz rein. So, was ist das hier? Ist das hier ein Dungeon? Wenn es gleich lädt, ist es ein Dungeon. Aber es lädt nicht. Kristall ist hier. Schön. Ach, ich glaube, das ist nur eine Unterführung. Es ist einfach nur ein langer Weg komplett zur anderen Seite. Wo kommen wir jetzt raus? Wir müssen echt aufpassen. Ich sag's euch, es wird krass. Das, was ich hier im Projekt habe, klar hat man das eine oder andere schon gesehen. Aber... Ey! Ich will den kurz mal herlocken. Das wäre doch cool, wenn wir den jetzt kurz zu Gesicht bekommen, oder nicht? Wir stellen ganz kurz mal ein Bett auf, bevor ich hier wieder irgendeinen Mist mache. Es ist so schön. Ich liebe dieses blaue Wasser. Guck mal, man könnte sogar hier oben halt... Hier oben die Hütte haben und dann da die ganzen Dinos. You know? Wäre eigentlich total schön. Man muss es nur schön machen. Aber wir machen erstmal für den Anfang. Machen wir einfach so. Zack. Und dann bauen wir hier jetzt ein Bett drauf. Ich glaube, wir bauen aber noch ein Bett. Dann machen wir eine Kiste hier hin. Weil ich will meine ganzen Sachen nicht mitnehmen. So. Zweite Kiste für meine Klamotten, ja? Wichtig und richtig. Wyvern, wo bist du? Ich will dich kurz mal abchecken, ja? Ich glaube, wir werden nicht viel zu Gesicht bekommen, weil ich glaube, der wird mich komplett auseinandernehmen. Oder er entdeckt mich gar nicht. Oder er kann mich auch gar nicht treffen. Wer weiß? Er ist unten. Shh, er ist wirklich unten. Oh mein Gott. Oder sind das solche wie Crystal Island da, was sieht so aus? Der tut mir bestimmt noch nicht mal was. Ja! Wie geil ist das denn? Komm mal runter. Hi! Hi, na? Scorpy, nein, 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 nein. Oh, du Penner. Hallo. Kannst du mich kurz mal beschützen? Hi. Beschütz mich doch mal. Ja, danke fürs Einschlafen. Danke für nichts, Kollege. Warte, 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 warte. Einfach gegenwirken. Junge, den können wir eigentlich gut vernichten hier. Indem wir einfach so draufhauen. Ah! Und er kommt einfach rüber, dieser kleiner Räudiger. Danke, Drache, dass du mich überhaupt nicht beschützt, ne? Finde ich richtig cool von dir. Komm her. Komm her. Ich wusste nicht, dass ich einschlafe. Sonst hätte ich was eingesammelt. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Okay, aber so wie ich gesehen habe, kann man den ja down machen, richtig? Ach, Freunde, es regnet. Schön. Und der Drache ist immer noch da. Sehr gut. Er hat nicht aufgegeben. Er steht da immer noch wie ein Mann. Okay, dich nehmen wir ganz kurz mit hier. Kriegen wir ein bisschen Chitin. Auch sehr gut. Und der Kollege kommt schon wieder. Aber ich wette, er ist dumm. Na super, der Drache ist unten. Drache! Und? Ich glaube, hier war es, wa? Ja. Ah, ich bin tot. Warte, ich war im Wasser drin. Oh nein. Guckt euch das mal an. Ey, der sieht doch verdammt nice aus, oder? Und das Schöne ist, dass sie so leuchten. Er ist nicht der Einzige, der leuchten wird. Es gibt sehr, sehr viele, die hier leuchten. Aber ob der was Besonderes kann, weiß ich nicht. Wir sammeln jetzt unsere Sachen ein. Und dann versuche ich mal ganz kurz etwas. Ja, aber nur just for fun. Was ich gerade entdeckt habe, da drüben... Hier ist eine Brücke. Aber wo führt sie hin? Da, mal gucken. Sie führt um diesen Stein herum. Und führt... in eine Höhle. Wait, das ist wirklich hier eine Höhle? Okay, das ist verdammt cool. Jetzt wäre es noch besser gewesen, wenn diese Höhle mit meiner anderen Höhle zusammen verknüpft ist so. Aber hier könnte man sich reinbauen. Für den Anfang. Aber es ist halt nicht so schön wie das, was wir da hinten haben, ne? Aber hier haben wir das Meer. Hier haben wir das Meer. Drache. Jetzt sag nicht du... Oh, ich wollte gerade sagen. So, Drache, es dient nur zum Testzweck, ja? Okay, so ist es perfekt. Zack. Brutto, hinter mich. Wie viel Schaden hat der gerade gemacht? Das war gut Damage. Ja, was ich mir gerade überlege, eigentlich ist die Höhle ja gar nicht mal so schlecht, weil hier gibt es Attacken. Wer Primal 4 gesehen hat, hier gibt es noch heftigere Attacken. Und das ist halt das Schlimme. Na komm, ich würde sagen, wir farmen jetzt ganz kurz und dann bauen wir uns doch erstmal hier eine ganz kleine Hütte auf, damit wir hier ein bisschen vorankommen und dann gehen wir mal einen Ticken weiter, ja? Boah, der Mond, ey, wie geil. Und hier gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Habe ich gerade aus dem Augenwinkel entdeckt.
Also, das Design, also es sieht halt aus, als ob hier etwas passiert wäre, dass die Dinos flüchten wollten und dann auf einmal versteinert sind. Krass. Warte mal, ist das jetzt wirklich eine Höhle der Rettung? Oder ist das jetzt ein Dungeon, der weiter hinten runtergeht? No way! Okay, wir haben es gefunden. Das ist unsere Base hier. Ach, wie cool ist das denn? Ja, okay, unser Unterschlupf. Ja, unser Unterschlupf ist gesichert. Wir haben Licht hier drin, ohne irgendwie Licht überhaupt zu machen. Die Kristalle geben genügend Licht. Und ja, ein paar Ressourcen haben wir hier. Dann, was ist das hier? Metall, wa? Alter, das ist ein fetter Metallklumpen. Oder ist das Code einfach, das versteinert ist? Warte, es geht nicht kaputt? Doch, es geht kaputt. Ist Metall. Ich habe 7 Metall. Ja, moin. Und 6 Metall. Gut. Wir können Smithy herstellen. Ach, wie geil ist das denn? Aber Pferde, es tut mir leid, ey, was mit euch passiert ist. Die Geschichte dahinter werden wir noch erfahren. Das ist ein Schatz. Können wir aber noch nicht öffnen. Gar kein Problem. Ich mache jetzt ganz kurz was, damit ihr auch etwas sehen könnt. Wir spawnen mal woanders hin. Und hier, das hier nicht beachten, weil hier musste ich etwas testen, ja? Ja, nicht so gut gewählt, ne? Ja, wir werden hier sterben. Na egal. Wow, schön. Wo sind die alle hin? Hä? Der hier ist es tot. Hier lebt ja nichts. Ich glaube, hier auf der Map muss ich halt die Spawnrate ändern. Ah, es ist vom Bibert. Oh. Wo bin ich hier gelandet? Also die Map ist ja echt schön, ne? What the hell? Okay. Ich brauche aber Mod-Dinos. Ich glaube, ich muss hier echt die Spawnrate erhöhen. Also da vorne ist unser Gebiet halt da, unser Wasser. Und hier ist anscheinend nochmal sowas, so eine Art Copy und Paste. Und guck mal, da ist sogar eine Plattform. Ich glaube, die ist sogar gerade, wo man sich aufbauen kann. Genauso wie hier. Okay, das hier ist sogar größer, oder? Glaube ich. Oder der Schein trügt halt. Aber meins sieht schöner aus, auf jeden Fall. What the hell is that? Velonasaure? Oh! Hallo! Elektrizität? Aber was hat er... Ach du Heilige. Ob der stark ist? Aber der kann übelst schnell angreifen. Okay, hier ziehe ich auf jeden Fall nicht hin. Kannst du hierher kommen, mal rüber? Wir könnten ihn locken, aber ich glaube, das wäre mein Tod vielleicht. Ist das mein Tod? Ich weiß es nicht. Wir müssen runter. Ah! Okay, ich lebe noch. So, jetzt gehen wir... Sie werden mich töten. Bastard. Nein! Drecksviecher! Lach nicht so. Aber egal, ich brauche die Gefahr. Ihr sollt ja nicht leer ausgehen. Ihr sollt ja wissen, worum geht dieses Projekt. Und ich kann es euch sagen, das ist jetzt nur die erste Folge. Es wird heftig. Okay, wir müssen ein kurzes Stück laufen. Ich ja jetzt schon abkotzen. Aber schöne große Fläche. Passt zum Projekt. Baue ich mich doch hier auf? Schaut euch das mal an. Alles ist gerade. Und die Pflanzen sind wunderschön. Na gut, bei den Dinos, die es hier gibt, die machen eh alles kaputt. Hey. Das war ein wunderschönes Pferd, war das. Und was Wunderschönes will ich haben. Ja, ja. Ja, ja. Oh. Ha! Warum kann ich es nicht reiten? Biber, hast du eine Erklärung? Nee, ne? Nee. Oh, es wird rot. Like Paradise. Da! Ha! Yes! Es funktioniert. Aber Zemo geht runter. Warum? Okay, wir warten einfach mal, wenn er auf Null ist. 2%? Aber sieht gut aus. Ich will ihn haben. Auf 5%. So kann es weitergehen. Ich weiß aber ganz genau, so wie ich mich kenne, rennt er gleich in irgendeine Gefahr rein. Ich kenne mich. Ach, guck mal, was meine Augen gerade entdeckt haben. Da hinten ist irgendwas auf dem Hügel gewesen. Ach ja, und ich habe 58%. Es dauert so lang. So, 69%. Okay, komm mal, 98, ey, jetzt passiert kein Fehler. Nicht zur Hyäne hin. Nein, 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 nein. Nein! Danke. Ja! Okay, und jetzt abhauen, abhauen. Okay, die haben nichts gemacht. Oh, wir haben ihn! Wir haben ein Pferd! Hat der einen Bart? Wie geil ist das denn? Bam! Oh, Level 180. Ja, gut, dass ich den nicht genommen habe. Cool! Jetzt haben wir ein Transportmittel. Hä?
An den Sträuchern nicht, aber an den hier? Ah, guck mal an. Nackerberries, wir haben alles für die nächste Folge. Ach, und das, das da. Okay, wir müssen jetzt aber erstmal geradeaus. Das schauen wir uns alles noch an in Zukunft. Wir müssen jetzt erstmal zur Base, um das unser Pferd jetzt erstmal dort stehen zu lassen. 480, ach du Heilige. Ist Transportmittel. Einfach natürlicher Transportmittel. Ganz natürlich. Okay, wenn der Agitavis genau solche Fähigkeiten hat wie der Fleischfresser, der da vorhin war, dann gehen wir außen herum. Da ist noch etwas Blaues. Das ist ein Schwein. Aber die neuen Schweine, kann das sein? Oh! Ist bestimmt vom Dodo, oder? Oviraptor. Nice. Dankeschön. Wir sind da. Das bedeutet, Ferdi, du bleibst hier, ja? Okay, du hast genug Essen, du hast alles. Okay, du heißt erstmal Horst. Ist sogar Mädchen. Okay. Ja, wir haben jetzt nichts gerade bei uns. Das bedeutet, wir gehen noch mal ganz kurz abchecken, ja? Ich muss dieses Viech sehen. Ich muss es sehen. Okay, er ist noch da. Er ist noch da. Komm her. Hallo, hierher. Ja, 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 ja. Oh, perfekt. Da ist er. Ich sehe es, wie es dort brennt. Na, super. Hallo? Ich wollte ihn noch genauer sehen. Hi, Ferdi. Hi. Ich muss wieder los. Oha. Warum bist du hier oben drauf? Er macht alles One-Hit? My Wing. Ich wollte nur kurz angucken. Ich wollte nur kurz angucken. Ach, du Heilige. Ich glaube, der hat gerade ein paar Probleme. Ja, ich glaube, der hat echt ein paar Probleme. Der macht gerade nichts. Boah, schöne F... Okay, cool. Der hat also auch verschiedene Attacken. Alter, okay, es bleibt auf jeden Fall spannend alles hier. Wir haben kein Plätzchen gefunden. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, wo man sich hier am besten aufbauen kann. Aber ich glaube, fürs Erste könnte das hier das sein. Sollte aber so ein Viech zu unserer Base kommen, dann sind wir tot. Und das ist halt wirklich so. Dann ist alles weg. Weil das war noch eine Mini-Attacke von dem, was ich schon gesehen hatte. Ja, Freunde, dann müssen wir gucken, was wir dann in der nächsten Folge machen werden. Wie gesagt, die erste Folge ist ja immer noch sowas halt mit reinkommen und so. Und dann geht's halt langsam immer weiter, immer weiter. Und wie gesagt, halt, wir haben fertig, ja? Also, Freunde, dann würde ich schon mal sagen, das war's von der allerersten Folge. Arc, weiß nicht, noch nicht entschieden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also... Bis zum nächsten Mal. Und er lacht natürlich.